Gut, dann fangen wir mal an, was da geht eigentlich, oder? Wir haben wirklich unseren Spaß gehabt. Aber rein musikalisch gesehen war er eine wirkliche Größe, also von uns da und nicht nur von uns da, weil ich viele Jahre später immer wieder mal irgendwelche amerikanischen Kollegen Fragen habe gehört. Die haben nach ihm gefragt oder nach der Band gefragt oder was macht der jetzt oder war ich habe echt damals gehört und so. Also das hat schon, es hat einen Impact gehabt. Bei den Konzerten war es ein Wahnsinn, weil er war vor dem Konzert schon ungefähr auf 98, ja. Während dem Konzert waren es 120%, so wollte er immer den Himmel runterreißen. Und das Problem war dann oft, dass nach dem Konzert er ist nicht runtergekommen, ja, also dass sich alles wieder beruhigt hätte. Und das wirkt sich dann ja natürlich auch über die Zeit schon körperlich auch aus, ja, wenn du da unter so einer Elektrizität und Spannung stehst. Aber das war halt er. Also der Harry hat ja in seiner letzten Schaffensperiode ja nicht mehr live auftreten dürfen, aus gesundheitlichen Gründen. Er hat aber trotzdem dauernd Musik gemacht, in seinem Tonstudio, tausende Stunden aufgenommen. Aufgenommen heißt nicht nur Gitarre, sondern er hat eigentlich sich selbst seine Band und hat Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier, alles gespielt, auch oft gesungen auch dazu. Wie nehmen wir das da? Muss ja das Projekt kurz vor Augen führen. Das heißt, es gibt Material von einem sehr arrivierten, international anerkannten Jazzgitarristen und Komponisten, nämlich mein Vater Harry Peppel, der tausende Stunden hinterlassen hat. Jetzt gibt es Musiker, die das alles gescreent haben und daraus sozusagen jene Spuren extrahieren, damit sie wieder live das aufführen können. Das ist, glaube ich, zumindest in Europa einzigartig als Projekt. Was da schon einzigartig ist, ist auch, dass mit diesem ganzen Material sich wirklich der Martin und der Clemens ja intensiv auseinandergesetzt haben. Das heißt, es wurde teilweise arrangiert. Was heißt arrangiert in dem Kontext? Man muss sich überlegen, welche Spuren werden sozusagen dann live dargebracht vom Harry. Das heißt, eine Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeug oder auch seine Stimme, also was er singt, zum Beispiel skettet. Und mit denen interagieren die Musiker dann wiederum live. Die Herausforderung ist, dass eine improvisierende Formation mit Tapes zusammen eine Einheit bildet. Somit haben wir uns entschieden, alle vorhandenen Zuspielerspuren über Instrumente auf der Bühne wiederzugeben. Das heißt, alles, was vorher recorded wurde, Gitarren, Bässe, Klaviere, Stimmen, werden in mehrkanaliger Version auf der Bühne über Verstärker, Lautsprecher wiedergegeben. Musik.
Wir laufen einmal. Live und immer wieder anders, weil es eben so viel Material gibt. Das heißt, es ist nie kein Konzert gleich dem vorhergehenden Konzert und es ist wirklich wie wenn der Harry live spielen würde. Musikmachen ging, war er schon extrem, muss man schon sagen. Also keine Gnade.